Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Soul Mask mit Boucher und mit unserem Schwalderle. Schön, dass ihr da seid. Leute, ich möchte heute zwei NPC holen. Und zwar noch einmal hier vorne, letztmalig, um ein bisschen zu üben. Das heißt, mit den zwei würde ich dann losziehen. Ich würde die auch ein bisschen skillen vielleicht, bevor ich mit denen losziehe. Und dann würde ich mit denen Kupfer holen gehen, die Tage. Vielleicht machen wir das morgen und ich skill die nach der Folge so ein ganz kleines bisschen auf, dass ich so mal ein bisschen ins Thema reinkomme. Ne? Und Kupferzeitalter sollte man trotzdem machen. Ich habe jetzt gerade mal nur ein paar Bodenelemente oben verbaut, dass wir da weiterkommen und habe jetzt gerade aus diesem Design noch eine Idee gekriegt. Die werde ich die Tage auch aufbauen und habe mir gerade mal unten noch ein bisschen Zeug geholt. Das hauen wir jetzt noch kurz eben dran, damit da auch ein bisschen die Schränke leer werden, dass ich das Zeug unten abbauen kann in Bälde. Ne? Hier werde ich jetzt natürlich komplett zumachen, so dass das Filigrane wieder innen ist. Ne? Das ziehe ich jetzt einfach mal kurz rum, so viel ich gerade habe. Bub, bub. Oh, wie schön sich das da hinballert. Guckt ihr das mal an. Zack. Gut. Dann habe ich natürlich Türen. Irgendwann müssen wir auch mal Türen einbauen. Die gehen jetzt natürlich hier nicht. Das habe ich super gemacht. Das habe ich super gemacht. Hier gehen sie. Hier gehen sie. Mehr Türen habe ich gar nicht. Ich habe mehr Türen gebaut, als ich brauche. Aber ist okay. Wir werden früher oder später noch welche brauchen. Und natürlich habe ich hier auch noch ein paar Fenster. Bumm. Bumm. Dass wir mal einen Anfang haben müssen. Maschinerie unten habe ich schon ein bisschen wieder abgebaut. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Werkbänke stehen. Die habe ich bereits hochgeholt. Denn unten an der Stelle, an der unsere erste Butze war, hier hinten, wo das Feuer jetzt klimmt, da wird auf jeden Fall wahrscheinlich unsere Farmingstation für Ackerland hinkommen. Ja, also ich habe die jetzt mal hier aufgebaut. Da haben wir einmal die Bauschmiede, Waffenherstellung. Dann haben wir die Rüstungsschmiede und da hinten habe ich noch die ganz normale Werkbank hingebaut, die Handwerkerbank, damit wir da so ein bisschen eben die Maschinen mal wieder zusammen haben. Und dann habe ich uns für heute auch noch diese Fackelelemente mit. Da dachte ich mir, dass wir da ein paar aufsetzen und zwar immer bündig zum oberen Holzbalken, also immer so etwa hier, ne? Und ich habe auch immer, hast du die jetzt irgendwie gesplittet? Habe ich irgendeinen Scheiß gebaut. Also das hebt ja eine ganze Weile, was man da drin hat, ne? So, gucke ich wieder rein. 50 hier. Ich hoffe, dass es natürlich von der Performance hebt. Würde mir schon gefallen, wenn wir hier so ein bisschen ausleuchten. Dann sehen wir auch mehr. Dann brauche ich keine Fackel, weißt du? Ein Lager gibt es auch in der Wandfackel, habe ich gerade gesehen. Das ist ja Turbo. Hier bauen wir auch noch eins hin. Immer an jedes Fenster irgendwie so gefühlt. Ja, ich glaube, das wird... Wir machen ja nicht viel nachts, weil man eh so wenig sieht. Aber das war zumindest auf der Übergangszeit. Oh, habe ich da auch zu viele gebaut? Schmaldi, was machen wir die ganze Zeit? Einfach mal zu viel bauen, oder? Frei nach dem Motto, was man hat, hat man. Hier sind es jetzt drei Stück in Folge, das ist klar. Ja, das leuchtet schön aus. Hier fehlt noch eine. Wenn wir die gleiche Höhe wollen, müssen wir es ungefähr hier anbringen. Und bumm. So, Leute. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Da können wir uns vielleicht eine außen erlauben, weil es ja dann doch die Türe für rein ist. Machen wir uns hier noch eine hin schön. So, Leute. Bin ich schon zufrieden? Jetzt gehen wir einfach mal los, würde ich sagen, und ziehen uns ein, zwei NPCs rein. Dann kann ich nämlich mal eine Combo erstellen. Den wir kontrollieren. Und der soll dann einen Erfolg mitnehmen, dass wir... Dass wir einfach mal reinkommen in das Thema, wie es eigentlich zu spielen ist. Ne? Und dann kann man immer noch gucken, dass man die geilsten NPCs findet. Ich muss erstmal das System halt verstehen. Ne? Aber ich mache das so, dann sehe ich es besser. Im Moment würde ich sagen, hier eins noch hin. Machen wir hier noch eins hin. Ja, hier, hier vielleicht jetzt nicht unbedingt. Und dann gibt es natürlich immer die, die in zweiter Reihe sitzen, ist klar. Die dann die Tür blockieren und solche Geschichten. Gut. Ihr zwei macht euren Job oder auch nicht. Robert, was ist dein Problem jetzt im Moment? Wieso sitzt denn du gerade hier, mein Freund? Krobbes. Fehlendes Werkzeug. Gut, da kann er nichts dafür, ist klar. Lohnt sich das, das nochmal zu reparieren? Warte mal, ich muss mal kurz durchgucken. Ich brauche dafür Feuerstein und Stein. Jo, ich repariere es noch einmal, dann kann ich immer noch gucken. Muss ich kurz runter. Sudele. Ja, so müssen wir das jetzt machen. Wie gesagt, einfach mal ein Team erstellen. Ist jetzt egal, welche gerade vorne sind. Ich habe auch nochmal in der Maske geguckt. Da gibt es auch noch einen Punkt, den ich jetzt gleich verbessern will. Und dann könnten wir vielleicht als erste Tour
bevor wir in die Kupferhöhle gehen, diese grünen Steine nochmal holen für die Maskenreparaturpunkte, ne? Das wäre so der ganz grobe Ablauf, den ich momentan vorhab. So, ich würde die alle einmal reparieren. Und damit ich die Sachen nicht suche, soll ich dann gleich noch eine Kiste mit hochnehmen oder passt uns das erstmal? Es passt uns erstmal. Das passt uns erstmal. Und dann gehen wir in die nächste Tierstufe, ne? Und gehen auch mal ins Ackerzeug. Wir müssen auch das Ackerzeug machen. Unheimlich viele Optionen noch offen. Hier muss ich noch die Lederbearbeitung hochnehmen. Die Betten werden wir dann ein Stockwerk höher legen. Und dann passt es wieder. Jetzt gebe ich erstmal im Robert Arbeit. Essensproduktion. Es gibt ja auch besseres Barfood. Und ach Gott, das ist der Hammer. Es ist halt der Hammer, wie viel da schon drin ist, ne? Robert, my friend. Guck mal. Habe ich den noch nicht mal alle rausgenommen, ne? So, ich würde sagen, wenn ich nichts vergessen habe, passt es. Theoretisch könntest du jetzt los. So, ich gucke jetzt einmal noch kurz hier durch bei diesen hergestellten Dingern. Da kann ich normalerweise die Griffe mit rüber machen. Die Fackeln, die könnte man eventuell mit ein bisschen Glück hier reinkriegen. Jawohl. Die Fenster auch wieder. So, gehen wir los. Nehmen wir unser Kumpel mit vorne. Ist der Robert jetzt aufgestanden? Ja, der ist unterwegs. Und was fehlt dir zum Arbeiten? Weißt du, ich muss das nämlich alles mal wieder durchgucken hier. Arbeit. Rüdiger. Fehlendes Material. Wieso fehlt dir Material, Rüdiger? Um was genau geht's denn? Material Holzplatte. Ah. Rüdiger hat die Holzplatten schon verballert. Das ist ja kein Problem. Dann soll er einfach nochmal welche herstellen, oder? Die kannst du auch. Wir haben ja beide Holzsorten. So. Läuft. Hier müssen Doppeltüren rein. Die Wall muss noch ein bisschen erweitert werden. Passt schon. Also, zwei NPC. Das heißt, ich nehme jetzt einmal ein Bett mit. Ich hoffe, ich habe noch Suppe. Wenn nicht, müssen wir auch noch mal Suppe machen. Ich habe mal vier Stück jetzt, wo ich mitnehme. Und den Rest lasse ich jetzt gleich, was weiß ich, wenn der Rüdiger ein bisschen Zeit hat zwischen seinen Arbeiten, dann soll er das kurz fertig machen, oder? Dann hauen wir nämlich hier einmal den vollen Auftrag hin. Wie 99? So viel kann es ja nicht sein. Sag mich, wie viel kostet das Fleisch? Zwei Fleisch, also sagen wir mal so 35. Ach so, ja klar, die Aufträge, soweit klar. Betreuer würde ich sagen, macht der Rüdiger. Bumm. Und wir nehmen vier Stück mit für die zwei, die wir uns jetzt holen. Perfekt. Immer gut, wenn man alles hat. Jetzt schnappen wir uns kurz der El Pago und dann hauen wir ab. Wir nehmen jetzt einfach, was da ist. Zwei Stück. Dann baue ich die so minimal auf, dass wir ein Gefühl dafür kriegen und dann ziehen wir mit den zwei los. Immer mit dem Bewusstsein dann natürlich, dass wir im Fall, dass einer stirbt, nicht respawnen mit denen. Ne? Und in der Zeit hockt ja unser Schmalderle am Feuer und schmollt. Ne? Das ist ja eigentlich der Schmolderle. So, mein Freundle. Wenn ich so nochmal Z drücke, bleibt es stehen. Ne? Dann hupft es nicht in der Gegend rum. So, ach, das sind schon zwei Betten. Wie gut ist das denn? Habe ich schon wieder vergessen. Ja gut, ich meine, zur Not. Wenn ich da nur eins hinkriege, dann haben wir halt drei Betten hier. Dann hole ich mir schon drei. Doch, das würde ich sogar hinkriegen. Ich müsste es dann nochmal schön machen, aber ich werde irgendwie wahrscheinlich ja demnächst woanders mal NPCs holen. Hier, zack. Passt. Einmal kurz geguckt. Die Verbände, die mache ich mal auf dem Bauhammer, ist soweit klar. Die würde ich auch direkt mit Z belegen, dass ich die nicht verliere. So, jetzt probiere ich das nochmal. Aber die Maske wollte ich noch kurz angucken. Genau, ich habe es wieder vergessen. Ja, also den Punkt haben wir ja. Und wenn ich Q gedrückt halte, dann erkenne ich ja die groben Werte. Ne? Ich weiß nicht, ob noch mehr Details hier irgendwann freischaltbar sind. Aber das haben wir ja. Und dann habe ich irgendwo was gesehen. Ich glaube, das wäre dann hier. Wenn wir den drücken, Verbesserungstempo um 50%. Ne, hier wollte ich hin, glaube ich. Genau. Erhöht die maximale Ausdauer um 5 und die maximale Tragelast um 10. Und je nachdem, wer die Maske trägt, auf den wirkt sich's aus. Ne? Deswegen würde ich das hier mitnehmen. Auf jeden Fall. Und dann habe ich noch, wie viele Steine? Ich habe nicht mehr viel Steine. Hier zum Beispiel hätten wir, macht die Haut härter, um den vom Körper erlittenen Schaden um 5% zu reduzieren. Maskenlevel 5 brauchst du dafür aber. Das heißt, wir müssen dann noch irgendwas mitnehmen. Was waren hier? Dafür habe ich nicht genug Kristalle. Hierfür auch nicht.
Gut, dann müssen wir Kristalle sammeln gehen. Aber das ist kein Problem. Können wir ja machen. So, jetzt drücke ich mal. Q bleibt drauf. Das hier ist jetzt nur ein Speer, ne? Mit dem kann ich eh nichts anfangen. Hier hätte ich jetzt jemand mit Agilität 14 mehr. Sehe ich hier nicht. Da steht jetzt markieren. Ich habe die jetzt markiert. Damit weiß ich dann, dass ich die will. Aber wenn... Ah doch, die bleibt markiert. Das ist ja cool. Das ist ja nicestens, ne? Ist halt nur Level 15, aber ich nehme die jetzt alle mit. Ich mache jetzt die Betten voll. Ich kann ja normalerweise... Ich kann ja normalerweise... Wenn ich jetzt einen auf dem Bett liegen habe, den ich doch nicht will, dann schmeiße ich ihn doch einfach ins Wasser, oder? So, jetzt musst du aber aufpassen, Schmaldi, weil sonst ist sie tot, ne? Ich würde sagen, du ziehst die nur her. Und dann schon... Ebers. Okay, das ist ja... Das ist ja, bei Level 15 machbar, ne? Guck mal, sogar hüpfen kann er jetzt. Also jetzt ist er ja super easy unterwegs mit ihr. Kannst du Kisten noch machen? Muss sie ablegen wahrscheinlich. Setz sie mal ab. Klatsch. Ja, die können wir ja dann auch verbrellen, weißt du, bis ich mal drin bin, richtig. Ist ja kein Problem. Oh, guck mal, Tomaten. Ich glaube, wir müssen noch ein Tool probieren, Leute. Das muss ich mal kurz daheim aufbauen. Wir holen uns aber noch einen zweiten, ne? So, Spatzel, hier, bitteschön, einmal du hin. Das wäre die erste Frau bei uns im Kader, ne? Ne, die zweite. Ganz am Anfang haben wir ja Stingerle gehabt. Stingerle hat aber nicht lang gehalten. So, kriegt ihr einmal Sipple. In der Hoffnung, eins reicht, ne? Gut. Pagole hat gesagt, ich soll nochmal einen machen. Aber ich hole mir kurz das Bestienslederzeugs noch. Ja, lass uns doch mal kurz den Mahlstein probieren. Wo war denn der drin? So irgendwie, ne? Ne, da muss ich kurz selber rein. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Schleiferei. Hier steht, dient zum Zermahlen von Gegenständen, ne? Manuelle Herstellung. 10 Steine und 5 Holzplatten. Den baue ich mir daheim mal. So, mein Freund. Ja, im Prinzip, wieso sollte ich es nicht mitnehmen? Also, ich kann das ja einfach zerlegen. Was kriege ich denn da, wenn ich es zerlege? Dickes Seil. Haben und nicht haben. Brauche ich schon nicht herstellen, oder? Gut. Kiste haben wir geräumt. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einmal kurz Rein-Raus-Aktion. Und dann nehmen wir gerade den nächsten, der da ist. Guck mal, Leute. Barbar mit einem blauen Zeichen. Also Qualität blau, vermute ich. Und was richtig auffällig ist, der Kraftwert und der Konstitutionswert. Ich glaube, das könnte eventuell was sein für uns. Das könnte eventuell was sein. Jetzt darf ich natürlich keinen Fehler machen und den aus Versehen töten. Sonst haben wir wieder gehabt, ne? Der Hundi müsste mich jetzt jeden Moment feststellen hier. Komm mal her. Hundi. Hundigunde. Läuft, ne? So, und hier mache ich das gleiche wie gerade eben. Ich ziehe sie her. Zieh zurück. Zieh sie her. Okay, man merkt auch schon. Ich hoffe, ich habe die Maske aufgeladen. Ja! Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, rot habe ich mal gelesen. Rot ist der krasseste Wert, richtig? Rot ist, glaube ich, der krasseste Wert. So, ich nehme dich gleich mit vor. Achso, ja, die Kiste, die spawnt natürlich nicht jedes Mal frisch. Ja, aber hey, diese Werte, die die jetzt gehabt hat, gehen wir mal spaßhalber kurz rein bei uns. Guck mal, meine Konstitution und ich habe 25er Level. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube,
Wenn die in meinem Levelbereich ist und wir diesen Wert weiter ausbauen, dann ist es genau das, was sie gemeint haben, die Entwickler. Dann ziehst du die Maske ab mit dem Schmalderle. Ich gehe dann praktisch in sie rein. Also mit meinem Bewusstsein. Und dann nehme ich die zweite, die oben liegt, auf Folgen. Und dann gehe ich mit denen zwei Kupfer holen. So, ich lege dich hier hin. Ich gucke nochmal, ob bei der alles okay ist. Ja gut, ich könnte natürlich, wenn ich... Na, ich heb's halt unheimlich gerne auf. Ich dachte, da guckt der Arschbacken raus, Alter. Gegenstand ansehen. Ich glaube, super haben sie genug, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verbinde die auch einmal. Ja, Hydration ist super. Ich kann ja nachher nochmal kurz vorbeischnalzen. So, und du natürlich selbe Spiel. Kriegst du einmal hier einen Verband. Jetzt sind wir sehr, sehr gespannt. Auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Könnt so ein bisschen Rüdiger Touch kriegen von den Werten her. So. 120 ist sie. Alles klar. Paco, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Das wird eine coole Geschichte. Zurück mit uns ins Camp. Ja, du, wenn das alles klappt, dann level ich die so ein bisschen auf. Vielleicht machen wir dann mit denen eine Levelrunde. Gehen wir gemeinsam leveln. Und zwar würde ich sagen, laufen wir die Ruinen nochmal ab für grüne, für die Steine, weißt du? Laufen wir die Ruinen nochmal ab für die grünen Steine, dann kann ich die Maske noch ein bisschen hochschrauben. Und dann würde ich einfach der Vollständigkeit halber das Fragezeichen hier vielleicht noch aufdecken. Und vielleicht dieses hier noch. Weißt du? Und danach machen wir dann die Kupferrunde. So stelle ich mir das ungefähr vor. Ich hoffe, du weißt, was du tust, sagt der Rüdiger. Ja, Rüdiger, das hoffe ich schon seit längerem. Da müsste normalerweise jetzt der Satz kommen. Oh, weißt du was, mein Spatzel? Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen dich auch mal mit hoch in die neue Base, ne? Du musst ja nicht hier einsam und allein. Ich nehme dein Tierpflock mit. Beziehungsweise ich baue lieber noch einen Tierpflock. Dann kann ich ihn einmal unten, wenn ich unten viel erledigen will. Aber ich hatte eh vor... Ich muss mal kurz gucken. Soll man dich so halb... Was, eine kleine Überdachung hätte mir auch nicht geschadet. Ne, guck mal, ich setze dich hier hin, dann kannst du immer rüberlaufen, falls es dir zu bunt wird. Der kommt ja trotzdem noch an sein Futter, ne? Vielleicht setze ich das aber einfach auch dann später hier rüber, das weiß ich noch nicht. Reittier abstellen. So, bist ein braver. Du bist ein Süßerle. Jetzt pass auf, was brauche ich denn? Was brauche ich denn für dieses Gerät, was ich da jetzt habe gebaut? Schleiferei, irgendwas war das, gell? Hier. Bauplan, Schleifer, also hieß einfach nur Schleifer. 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 Ich brauche 10 Steine und 5 Holzplatten. Da werden wir wahrscheinlich kurz hoch müssen. Ich glaube nicht, dass sie noch hier... Ich wusste gar nicht, dass der Grobert unten auch noch auslädt. Ja gut, aber ich bin ja gerade dabei, das umzuräumen, ne? Schleifer. Habe ich die falschen Holzplatten raus? Ich habe gar keine raus. So, nochmal rein. Schleifer wird gebaut. Ja, dann bringe ich doch das Zeug gleich mal hoch. Haben wir hier noch was, was wir mitnehmen sollten? Treppen brauche ich nicht. Das Tor brauche ich nicht. Immer die Zäune nur mit. Ah, okay. Paco! Paco! Ist ganz gut, wenn man beim überladenen Tier hat. Wenn man überladen ist und ein Tier hat, das einem dann so ein bisschen hilft. So, Pacole, du darfst mal kurz mit hier rein. Ich habe nämlich auch vor dir noch einen zweiten Pflock zu bauen. Habe ich mir fest vorgenommen. Nee. Bleib mal kurz stehen, bitte. Ich muss doch das Zeug hier wieder rausholen aus dir. Weißt du? Und dann kann ich das nämlich hier reinpacken. Stammesmitglieder, nö, ich habe das alles richtig eingestellt. Hier ist zum Entladen freigegeben und so weiter. Das war die Bauwerkstatt. Dafür brauche ich aber noch Holz. Warte mal kurz. Haben wir hier zwei Hölzer drin? Oh ja, wir haben hier zwei Hölzer drin. Machen wir mal die Aufteilung. Da haben wir mal 15. Rest schmeiße ich ins Feuer. Das war ein Bautool. Ich guck mal ganz kurz, dass ich dir das gleich erledige. Tierpfahl oder so hieß es, ne? Bauwerkstatt. Wo bin ich? Ah,
dann darf El Paco natürlich bei uns oben sein, zumal er hier seine große Liebe hat. Ich habe auch gerade gesehen, dass der Rüdiger am Feuer steht und die Suppe herrichtet, ne? Absolut geil. Den nehmen wir jetzt hoch. Ich überlege gerade, wo packe ich ihn denn hin, wenn wir heimkommen? Der kriegt hier bestimmt so ein kleines Vordächle und bis es soweit ist, wenn es erlaubt ist, dann würde ich das hier reinbauen. So. Dann darf er hier so mit stehen. Sind wir mal gespannt, ob er sich gleich voll in den Weg stellt, aber wahrscheinlich schon. Zack. Ist das super. Okay, den Schleifer habe ich jetzt dabei, Leute. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den geschwind aufsetzen. Im Moment würde es sich anbieten, vielleicht einfach mal hier. Dass wir mal gesehen haben, vielleicht ist er auch gar nicht so groß. Ah, doch. So, ganz leicht zurück. Das ist das Schleifgerät. Jetzt sind wir mal gespannt. Was kann denn das alles schleifen? Maismehl? Hier, ne? Tomatensaatgut. So, wenn ich das jetzt freischalten möchte, das ist wo drin? Hier, bei Leuchtfeuer. Das ist, gehört schon zum Thema. Ich mache mal die Saatauswahl hier klar. Und ich hatte ja Tomaten gefunden. Die Wachstumstemperatur beträgt 10 bis 35 Grad. Die optimale Temperatur 15 bis 30 Grad. Benötigt Knochendünger als Düngermaterial. Alter, du brauchst ja verschiedene Dünger. Ja, guck mal, er ballert's durch. Ja, dann gucken wir uns das Thema an, sobald wir unser erstes Kupfer haben, ne? Dann machen wir morgen diese Farmrunde. Kurz bevor wir losgehen, schauen wir schon mal, dass wir die Sachen freischalten, die wir brauchen, um das Kupfer zu verarbeiten. Also die Barren und so, dass wir da schon mal ein bisschen eine Übersicht haben. Dann machen wir die Farmrunde mit den zwei neuen. Guck mal, jetzt habe ich Tomatenseeds gemacht. Ziemlich cool. Ziemlich cool. Ich weiß auch schon, wer aufpasst auf die Tomatenseeds. Der gute Layer. Achso, ja. Jetzt gehen wir nochmal runter. Wir müssen eh nochmal rüber. Kann ich von hier aus auf deine Tasche zugreifen? Ja, ist ja top. So, komm, wir nehmen nochmal mit. Süppchen, der Rüdiger Züpple gemacht. Kommst du hier durch? Oder ist es, brauchst du drüben das große Tor? Er kommt natürlich hier durch. So, guck mal, wie viel Fleischbrühe hat er uns gemacht? 4? Nee. Er hat sich versucht, aber er hat es nie geschafft. Wartet auf Betreuer. Na gut, aber ich habe ja noch 2. Komm, Paco, gehen wir mal gucken, wie weit die Ladies sind. Oh, die sind ja noch nicht so weit, oder? So viel rumgeeiert habe ich jetzt auch nicht. Die ist bei 355. Sättigung und Hydration ist noch super. Bei der ist auch noch alles gut. Dann gehe ich nochmal rüber schauen, weil ich finde, da läuft doch schon wieder jemand. So, wie sieht's aus mit dem Maskenlevel? Na, man könnte fast einen grünen Stein nehmen, aber einmal läuft's noch. Oh, was ist das für ein langer? Der ist grün, also wahrscheinlich schon besser. Den nehme ich jetzt auch noch mit. Den nehme ich jetzt auch noch mit. Nee, ich wollte den hier markieren. Jetzt habe ich beide markiert. Na, ist egal. Den nimmst du auch mit, Diggerle. Ganz klarer Fall von gelbem Schmackes. Den langen brauche ich. Wieso kriege ich die jetzt wieder nicht markiert, die gute? Okay. So, jetzt können wir den in aller Ruhe gleich abziehen. Nicht? Jetzt hast du alles weg. Ah ne, da, ich bin einfach nur so... Alter, macht der einen Jumper, ne? Die hier wollte ich. Ah, den langen brauchen wir, Leute. Der wird dann mit dem Schmalder, der wird dann der Sekundant vom Schmalderle, ist doch klar. Ist doch klar. So, damit das auch klappt, sollte ich einmal... Reguläre Funktion von Masken reparieren. Ne, den da sollst du essen. Das müsste ja reichen normalerweise von Maskenenergie. Gut, wir machen es wieder wie vorhin. Ah, dann sollten wir aber doch ab und zu nochmal gucken, ne? Ist das ein Mädle? Nee, ne? So, einfach... Digga. Der gehört schon zu mir, der rennt in die falsche Richtung. So, gleich E drücken. Okay, du musst noch einen Stich machen. Dann mach mal die Waffe weg. Hasten. Sieht ein bisschen aus wie der Kollege drüben. Ja, der hängt auch bis zum Boden.
Wir gucken uns dann natürlich erstmal an, wo sind sie denn momentan stark, wo haben sie das größte Potenzial aufzuleveln im Bereich der Waffen. Eventuell kriegen wir da schon richtig gut was hin. Wenn natürlich einer super Handwerkertätigkeiten macht. Alter, jetzt guck mal den Größenunterschied kurz an. Ne? Sie und guck mal er, voll der Labo. Und sie ist so, sie ist so mittel. Um die habe ich jetzt schon Angst. Sie mag die. Ich mag ihn natürlich auch. So, aber bevor wir... Nicht wieder aufheben. Wir wollten ihn einfach nur ein Süppchen verabreichen. So. Dann Wohlgeruß, mein Freund. Wohlgeruß. Wohlgeruß? Wohlgeruß, verstehe ich. Wohlgeruß. So, Paco. Mädels sind soweit. Ja, Leute, dann passt doch alles. Dann passt doch alles. Muss ich nur noch einmal hin. Jetzt überlege ich gerade, ob wir uns kurz die Freischaltungen vom Ackerbau schon mal angucken. Nutzpflanzung. Also Ackerland. Dann haben wir hier einen Düngeeimer. Dient zur Herstellung von Dünger. Düngeeimer brauchen wir. Heuschreckengift, Herbizid und Kompost. Dann brauchen wir den Aschedünger zum... Knochendünger war es, ne? Aschedünger, Knochendünger, Steinpulver. Dann haben wir eine Kornkammer. Setzt ein Stammesmitglied ein, um automatisch das Ackerland in der Umgebung zu verwalten. Aussäen, düngen, gießen. Halt! Was hast du denn schon wieder gebracht, Digga? Der bringt immer irgendwas her, obwohl er oben eine Kiste hätte. Ha. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hier geht's weiter. Die schalte ich auch frei. Und einen Brunnen hatten wir ja auch, ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Brunnen... Jetzt pass mal auf, wir gucken jetzt uns einfach mal an, wenn ich so ein Ackerland haben will. Wir machen mal mit einem los. Ackerland, wo wird es denn gebaut? Hieß es anders? Ne, hier ist es. Für Ackerland brauche ich Lehm und Stein. Es ist eigentlich was für den Anfang, ne? Es ist gar nicht so kompliziert. Lehm und Stein. Ja, dann lass uns doch mal spaßhalber drei Ackerlande herstellen. So, was steht denn da dabei? Gewöhnliches Ackerland. Man kann es, glaube ich, auch Foundation setzen. Nutzpflanze verwendet werden. So. Dann haben wir ja hier eine recht flache Stelle. Ich würde aber vielleicht tatsächlich sagen, Leute, gehen wir mal davon aus, dass ich das hier einfach belasse. Naja, ich muss es dann schon gerade setzen, gell? Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich hoffe, das bricht mir jetzt hier nicht weg. Ist es kaputt? Eine. Zwei. Und dann habe ich hier noch... Das war ein Stroh, gell? Ich würde es auch auf Stroh setzen wollen eigentlich. Beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher. So, ich will das später gerne hier drüben gerade hin haben. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Wir nehmen mal die Holz. Jetzt fangen wir mit. Wir fangen jetzt nicht wieder mit Stroh an oder so, ne? So, ich switch hier um. Wenn ich das so hinmache, ja, dann habe ich doch nachher ein harmonisches Gleichgewicht aus den Gebäudeteilen. Das heißt, das hier müsste dann weg. Scheiße. Ausgerechnet die Kiste. Die ist voll. Die ist voll bis zum Besten. Ich mache das kurz. Ich setze kurz das Feuer rüber, mache das hier weg, setze die Kiste rüber. Leute, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Ich habe das Leuchtfeuer hier gesetzt, weil ich ihm nichts kaputt gehen lassen will und baue das gleich ab. Dann kam der Typ hierher und tanzt und guckt und ich denke, hey, der könnte gar nicht zu uns. Wer ist denn er? Kann ich ihn... was hat er denn für Werte? Ey, aber der hat jetzt blau oder lila sogar hier, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich den unbedingt brauche. Er sieht jetzt nicht so aus, aber der könnte ja kochen für uns, ne? Okay. Ciao, mach's gut. Sagst deinem Vater einen Gruß. Das wird Piranha-technisch, denke ich mal, enden. Ich lasse ihn mal. So einen Lebensmüden wollen wir nicht.
So, das Ding ist überdacht. Ne, weil ich jetzt tatsächlich ohne Unterbrechung das machen wollte. Der kommt, glaube ich, immer, wenn man so ein Feuer aufsetzt nochmal, ne? Oder stand gerade was von brandheiß. So, das reiße ich jetzt ab. Da ist er wieder. Ach, da war noch ein Haufen Zeugs drin. Ne? Die machen einen mit mir. Ich will dich nicht unbedingt, Diggerle. Ich habe drüben meine Auswahl getroffen. Ich komme nicht zum Ackerland, glauben wir's. So, ist entzündet. Jetzt schmeiße ich das hier alles wieder runter. Das kann ja aus Mendel gar nicht laufen. So, und die Idee war dann praktisch hier. Haben wir einen Bauhammer dabei? Jetzt warte ich mal, wie lang der ist. Wenn nicht, kriegt denn der El Paco zum Frühstück. So, die Säule kommt jetzt erstmal weg. Die kommt weg. Das kommt weg. Und das. Und was haben wir jetzt abgebaut? Das ist eigentlich egal. So, die hier. Dann kommt es voll zu fundamentieren. Wie gesagt, ich mache den Umbau die Tage fertig. Es geht dann in die Richtung weiter, damit es hier gleich aussieht. Links rüber und rechts rüber. Ne? Vielleicht kommt hier noch ein Farmershäusle hin. Prinzipiell wird es dann weitergehen, aber da traue ich mich jetzt gerade nicht, ob ich das schon abbauen kann. Geht es dann in die Richtung weiter. Und da wäre dann meiner Idee nach so ein Ackerland. Oh, scheiße. Alter, ist das cool groß. Kann ich es wieder abbauen, denke ich mal. Ich setze es mal. Dass wir es uns wenigstens mal angeguckt haben. Ei. Das müssen wir uns in aller Ruhe angucken. Leute, ist das geil groß. Das sind ja vier, ne? Ah, das sind vier. Da machen wir uns hier vier hin. Oh, vielleicht kriegen wir es sogar in die Richtung noch. Ich müsste ein bisschen höher setzen, glaube ich, ne? Schauen wir uns in Ruhe an. So, den lasse ich jetzt. Ich gehe mit dem Paco rüber und schaue mal nach unseren Jungs und Mädels, die wir uns jetzt geholt haben. So, mein Süßer. Los mit dem Ohrsteigen. Ist schon jemand fertig? Da freuen sich unsere Jungs, wenn auch mal ein paar Mädels zwischendrin rumhüpfen. Hier. Zack, gehört sie zu uns. Und sie ist nicht in Ohnmacht gefallen. Er ist auch bald soweit. Sie wäre noch fertig, aber ich kann immer nur einen. Jetzt pass auf. Komm mal mit mir mit. Jetzt bin ich gespannt. Die heißt ja jetzt erstmal noch nicht. Jetzt bin ich gespannt. Das müssen wir noch kurz machen, bevor ich rüberrutsche. Und zwar können hier. So sieht's aus. Wenn wir hier mal durchgucken wollen. Also hier kann ich sie bis 91. Wir haben aber schon Dreierwerte gehabt, ne? Speer. Guck mal, Speer und Klinge. Geht sie bis 114. Aber 120 wäre eigentlich, um wirklich vier Perks zu benutzen, ne? Hier Fäustlinge. Ja, aber ist okay. Es ist auf jeden Fall schon mal eine ganze Ecke cooler wie mein Schmalderle, wenn wir die ausleveln. Die hat jetzt 28, 119. Schmalderle hat 42. Also die braucht auch nicht viel, dann haben wir die aufgelevelt, ne? Das wäre schon mal hier dieser Bereich. Dann haben wir in der Beherrschung. Aha, die ist aktuell. Scheinbar mit dem Bogen ganz gut. Und Klinge, ne? Dann könnte ich einen kleinen Tank vielleicht aus der basteln. Ja, aber so wird es was. Ihr versteht mit der Freude, Ruhe. Naja, ich bringe sie mal rüber. Ich bringe sie mal rüber. Und wir machen morgen hier fertig. Ich bringe die alle mal rüber jetzt, ne? Dass wir nicht wieder jemanden verlieren. Wo bist du? Habe ich gerade Barbara gelesen. Womit wir deinen Namen schon hätten, lass ich mal angucken. Dreh mal. Genau. Tut mir. Gleich mal gucken, ob dein Name verdient hast. Warte auf Betreuer.
So, was fehlt noch hier, Süples technisch? Frischfleisch. Na gut. Jo, mach's dir bequem. Ich entsende dich mal deiner Arbeit. Mach's dir bequem. Ich hol die anderen noch rüber. Wollt ihr noch einen mit mir zusammen holen? Komm. Frischfleisch können wir... Wo haben wir denn Frischfleisch? Haben wir überhaupt Frischfleisch? Komm her, Pacole. Wir gucken mal unten, ob da noch Fleisch war. Gott macht es Laune. Oh. Weißt du? Also, wenn du nachher noch da bist, nehme ich dich mit. Wenn, dann ist hier drin, ne? Premium Frischfleisch, ne? Das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Hey, ich nehme jetzt eines der Betten mit und dann können wir den ja unten aufs Bett legen. Die eine Suppe ist er mir wert. Er kann ja dann dem Rüdiger helfen oder so. So. Nicht weiterlaufen, Diggerle. Sie war es, ne? Oh, die ist eine gute. Die mag ich schon. So, bitte einmal kämpfen und mit mir nach hinten. Nur gut, er ist weg, Leute. Er ist weg. Ich habe noch das Bett mitgenommen. Wenn er noch da gewesen wäre, hätten wir ihn jetzt kurz geschnappt. Aber er ist weg. Dafür haben wir jetzt zwei Mädels oben sitzen. Einer ist noch hinten, der braucht noch einen kurzen Moment. Den hole ich jetzt auf morgen auch rüber. Und dann schauen wir mal. Zwei werden wir auf jeden Fall mitnehmen zur Tour. Wenn beide zurückkommen, kriegen beide wieder ihren Namen, ne? So, aber da muss ich noch mal ganz kurz reingucken. Arbeit, Gegenstände. Hier waren wir daheim. Robert, Rüdiger. Sie, ne? Wie sieht's hier aus? Die hat jetzt eher Durchschnittswerte. Die hatte auch keine andere Farbe. Sie hat hier Kraft der Zähigkeit ein Level 3er. Und jetzt eine Doppelklingen. Schaden auch eine 3. Hatte sie da irgendwas Besonderes? Viele Zweier. Bei Bogen. Mehrfachschuss hat sie eine 3. Und dafür hat sie hier ein paar Malus-Dinger. Was sind das hier? Vorliebe für Leoparden. Erhält in regelmäßigen Zeitabständen 40 Stimmung innerhalb von 15 Minuten. Wenn Leoparden in der Nähe sind. Alter, das ist ja natürlich schon geil, wenn man sich's überlegt. Guck mal, hier siehst du auch wunderschön. Das war der Grobert. Der Rüdiger war auch in blauer Qualität. Ja, da müssen wir halt einfach drauf achten. Zukünftig werden wir mal so ein großes Camp gehen und uns da in aller Ruhe was raussuchen, weißt du? Hier zum Beispiel bei Großschwert könnte ich bei ihr 4 Perks ausbauen. Da geht es bis 122, ne? Cool. Würde ich vielleicht sogar in Erwägung ziehen. Okay, meine Lieben, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Vorbereitet Zimmer. Morgen geht es ein bisschen on Tour. Leveln. Ich versuche ein paar Klamotten ranzukriegen für die zwei. Alternativ für die dritte. Ist Robert der Einzige, der schafft, ne? Ist ein richtiger Wuhler. Okay, im Moment sind alle mal hier. Das ist ja witzig. Okay. Jetzt sind wir mittlerweile ein kleiner Clan. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis morgen.